So, heute zeigen wir einmal, wie man Zündkerzen wechselt bei einem Auto mit sehr schwer zugänglichen Zündkerzen. Dafür haben wir eine universelle Zündkerzensteckerzange. Das tue ich einmal mal vor. Leute mal rein. Hier beim ersten Zylinder ist ja kein Problem. Da hinten beim zweiten Zylinder. Da sieht man das? Ein bisschen von der Ecke, von der Seite hier. Die anderen zwei machen wir gleich. Zeige ich mal. Also für die schwer zugänglichen Zündkerzen haben wir auch spezielle Schlüssel hier in 3/8 Antrieb mit einem Gelenk. Einmal in 14 mm und einmal in 16 mm. Das Ganze in 12-Kant mit einem Gummi versehen. Also wir haben hier jetzt 16 mm. Gehen wir ran. Der erste Zylinder ist ja kein Problem. Und raus. Gehen wir in den zweiten Zylinder. Das sieht auch raus. So, jetzt haben wir hier den dritten Zylinder. Und der vierte Zylinder. Das funktioniert mit der Zange sehr gut. Die arbeite ich gerne. Schauen wir erstmal den. Dritten Zylinder. Ja, das haben wir jetzt auch raus. Jeder, der an so einem Auto schon mal Zündkerzen gewechselt hat, der weiß ganz genau, es ist sehr schwer, die Stecker abzuziehen und dann natürlich auch die Zündkerzen herauszuschrauben. Mit dem Werkzeug, mit dem Gelenk geht das wunderbar. Wir montieren gleich auch neue Zündkerzen natürlich wieder rein. Das Ganze jetzt auch erstmal mit der Hand anfädeln. Man auch kein Gewinde beschädigt. Zylinder 1. Zylinder 2. Zylinder
Zylinder drin. Schon drin. Die Zündkerzenstecker sind auch nicht mehr die besten. So, wir sind damit jetzt durch. Das Ganze hat jetzt 10-15 Minuten gedauert, wenn überhaupt. Und mit der Zange, mit dem Werkzeug schonte nicht nur euch die Finger, sondern auch die Zündkerzenstecker.